Wir wollten raus. Raus aus Syrien. Dicht an dicht gedrängt auf einem kleinen Boot. Eine Fläche etwa so groß wie der Torraum eines Fußballfeldes für ungefähr 100 Leute. Ich spüre Atemluft im Nacken. Meine Mutter sitzt neben mir, ausdruckslos, in ihre eigenen Gedanken versunken. Ach ja, in so eine Anthologie könnte ich mich stundenlang vertiefen, vor allem, wenn sie so viele Texte hier beinhaltet, wie diese hier von der AG Kreatives Schreiben. Aber schön der Reihe nach. Jahr 2013 wurde die AG Kreatives Schreiben vom Lehrer Max Kovacsir an der Potsdamer Voltaire-Schule gegründet. Jungen, schreibinteressierten Schüler-Innen hatte damit den Raum zur kreativen und freien Entfaltung geschaffen. Ab 2015 organisierten wir dann halbjährlich Lesungen. Ende 2015 verließ Max Kovacs dann die Schule, sodass Julius Robin Höhne dann für das Schuljahr 2015-16 die Leitung übernahm. Und im Schuljahr 2016-17 bin ich, Lukas Friedland, dann Leiter geworden. Erstelle ein Produkt, das deine Medienkompetenz veranschaulicht und in irgendeiner Weise einen Nutzen hat. So lautete die Aufgabenstellung meines Medien- und Kommunikationslehrers Jens Knittel im September 2016. Und ich hatte sofort richtig viele Ideen, was ich so tun könnte. Aber dann hat mir ein anderer MOOC-Lehrer, Sven Kantak, vorgeschlagen, eine solche Anthologie meiner AG zu erstellen. Und ich war so like, oh mein Gott, voll die gute Idee, das werde ich tun. Ja, diese Anthologie beinhaltet zersplitterten Versprechen, die scharfkantigen Fragmente von Träumen, die vielleicht einmal ihre gewesen waren, und das zerfetzte Geschenkpapier der unverpackten Lügen, die sie vielleicht einmal geglaubt hatte. Ja, wenn ihr junge, tolerante, liberale Kunst- und Literaturschaffende unterstützen wollt, wenn ihr keine Angst habt vor ungewöhnlichen Perspektiven und ihr wollt, dass unsere AG hier noch weiter besteht und weitere solcher geiler Texte produzieren kann, dann unterstützt dieses Projekt. Und ich bin der Kameramann und ich unterstütze dieses Projekt.